Hallo, ich möchte mich gerne mal vorstellen bei Ihnen. Ich heiße Udo Rahmann und bin Leiter der ADAC-Yachtschule Möhnesee. Unsere Segelschule befindet sich direkt am Möhnesee, nur wenige Autominuten von der A44 entfernt. Gegründet wurde die Schule 1950 vom Kapitän Limper, ein alter Cap Hornier. Er ist nämlich rund Cap Horn mit einer großen Segeljacht gefahren. Das war damals etwas ganz Besonderes, Cap Horn zu runden. Dann hat er mit seinem ersten Offizier, dem Herrn Stockmann, hier gewohnt und hat dann diese Segelschule errichtet und auch aufgebaut. Damals war es so, dass also nur wenige Leute sich es leisten konnten, segeln zu gehen. Segeln war etwas für Leute mit Geld und Leute, die viel Freizeit hatten, aber nicht für die Allgemeinheit. Heutzutage kann sich den Segelsport jeder leisten. 1970 kaufte der ADAC dann vom Kapitän Limper, der in die Jahre gekommen war und seinen wohlverdienten Ruhestand genießen wollte, dann die Segelschule. Nur brauchten sie noch jemanden, der diese Segelschule auch dann betreibt. So kam ich 1979 zum ADAC. Übrigens etwas ganz Besonderes, der ADAC besitzt also nur eine einzige Segelschule und das sind wir hier am Möhnesee und darauf bin ich eigentlich stolz. Ich freue mich, dass ihr bei uns den Kurs gebucht habt. Und ich sehe, wir haben tolles Wetter und ich weiß, dass ihr hier den Segelführerschein für Binnenreviere machen wollt. Wir machen aber nicht nur den Segelführerschein, sondern was können wir noch alles hier lernen in der ADAC-Yachtschule? Motorbootkurse geben wir. Meine Frau Karin ist seit 1984 mit in der Segelschule. Wir teilen uns das Ganze. Sie organisiert, macht und tut und teilt uns Segellehrer alle ein. Und ich bin dafür zuständig, für die Ausbildung und für die Schiffe. Da müsste da hinten immer Aufwärts drin stehen, oder? Ja, da steht er richtig, ja? So eine Schule, wie wir es sind, verfügt in den Hauptbeschäftigungszeiten fast über 27 Personen Personal. Das heißt, vom Binnensegeln, Motorbootfahren, Hochseesegeln bis hin zur Theorieausbildung, Sprechfunk, Navigation, Wetterkunde sind das hier absolute Profis. Das heißt Lehrer, die ihren Beruf gelernt haben, Lehrer, die eben das Segeln und Motorbootfahren hauptberuflich betreiben. Das ist eine Segelschule, ähnlich wie die einer Fahrschule. So, holen wir mal unseren Aufklebebogen raus. So, was ist denn nochmal Abfall? Was macht man da? Woran sehen wir jetzt an dem Bild, dass es abfallen ist? Abfallen ist die Pinne zu sich hindrücken. Richtig. Was machen wir mit dem Segel? Locker lassen. Genau. So. Hat das jeder? Hat jeder. Dann gehen wir zu Boot 2. Das Mädel sitzt auf der Steuerseite vom Boot. Ja. Also, wir sind kein Club und Verein, möchten das auch nicht sein, sondern wir möchten Ihnen einfach die Sicherheit auf dem Wasser beibringen, um eben Ihr Schiff demnächst, ob auf Binnen- oder Küsten- und Hochseerevieren, sicher über die Meere, über die Seen führen zu können und natürlich auch wieder heile nach Hause zu kommen. Ja, ich begrüße Sie hier an Bord unserer Schakka 5. Das ist unser Segelschulschiff hier oben an der Ostsee. Hier fahren wir SKS-Turns, das heißt für die Sportküstenschiffer, das ist der Einstieg in die Hochseesegelei. Wir fahren Sportseeschiffer-Turns für Fortgeschrittene und innerhalb einer einwöchentlichen Ausbildung bringen wir die Leute, die in der Wintersaison unsere Theoriekurse besucht haben, dazu, hier auf der Ostsee Manöver zu fahren. Dazu gehört es, das Schiff zu beherrschen, seemannschaftliche Manöver, zum Beispiel Wenden, Halsen, Mann über Bord, alle wichtigen Manöver halt. Und es steht natürlich auch im Vordergrund ganz groß der Spaß an der Sache. Das ist eigentlich für uns immer das Wichtigste, der Spaß an der ganzen Geschichte, der Spaß am Segeln zu haben und dementsprechend auch eine gute Seemannschaft zu haben, dass man so ein Boot wirklich auch in einer Woche beherrscht. Ruhe über Bord, an Steuerbord, Rettungsmittel auswerfen, Ausguck gehen, Haupttaste drücken, Kursraumer Wind, Segellose. Ja, hier befinden wir uns im Navigationsbereich unseres Schiffes. Das macht zunächst natürlich erstmal den Eindruck einer Boeing 737. So kompliziert ist das Ganze aber nicht. Und wenn Sie noch keine Theorie haben oder keine theoretischen Kenntnisse haben, bringen wir Ihnen die Navigation hier an Bord unseres Schiffes von der Pike auf bei, so dass Sie in der Lage sind, Ihr Boot selbstständig zu navigieren und von Hafen zu Hafen zu fahren.
Was allerdings dabei ein bisschen problematisch ist, wenn jetzt beispielsweise die Pier höher ist als beim Boot, ich in die Vorsprecke eindampfe, dann bedeutet das ja, dass ich den Hubkorb in die Pier reindrehe. Mhm. Ist auch meiner Meinung nach nicht das ideale Manöver, wenn man Gegenwind hat. Viel einfacher wäre doch, wenn man jetzt herkommt und dampft in die Achterspringer, so dass der Bug frei dreht. Und sobald du jetzt ein bisschen vom Steg weg bist, packt ja schon der Wind dein Bug und schiebt ihn so rum. Wenn Sie weitere Informationen möchten über unsere Schule, können Sie im Internet nachschauen unter www.adacyachtschule.de oder rufen Sie uns einfach an. Ich würde mich sehr freuen, Sie hier an Bord der Chaka 5 begrüßen zu dürfen.